Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu meinem Mindshake Teil 6. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen jetzt, wie ich gesagt habe, nach Blackshire gehen. Das ist auch ganz gut. Zu diesem Ort müssen wir eh noch gehen, wegen was anderem. Und dann schon nach Norden gehen und dann können wir mal schauen, ob wir diesen Schrein des Feuers noch finden. Ich bin jedenfalls gespannt. Was ich dann als nächstes noch machen will, ist, glaube ich, tatsächlich von Freehaven nach Norden zu gehen, in diese Borg's Down, wo wir ja die Promotion für unseren Kleriker kriegen. Da habe ich auch gelesen gehabt, da soll es auch, in dieser Borg soll es auch für Fallen, um auf Meister zu kommen, soll es da was geben. Das heißt, es wäre auch relativ praktisch eigentlich. Und dann hätte jeder von uns, wenn wir das hinkriegen, seine erste Beförderung hinter sich. Und das ist gut. Diese Beförderung haben wir ja gesehen gehabt. Die bringen richtig viel was. Was wir dann einfach ausprobieren, ich meine, das wird jetzt eh eine Weile dauern wahrscheinlich, ist zu diesen Calogans Anwesen gehen, damit du vielleicht nochmal besser wärst. Also die Beförderung für dich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen arg schwierig ist. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Als erstes Stadtportal. Und da sehen wir auch schon Blackshire. Und wir müssen nach Norden hierher. Whitecap. Nee, da sollten wir wahrscheinlich nach Freehaven und hier lang gehen, weil Whitecap ist nicht da, wo wir hinwollen. Wir müssen auf diese Seite, glaube ich. Okay. Blackshire. So, ein neuer Ort. Wo sind wir genau? Wir sind ziemlich im Norden der Karte. Alles klar. Das sollten wir uns auch erst einmal umschauen. Was ist das? Ach, das ist so ein Hochsitz. Okay. Erst einmal, was haben wir denn hier Schönes drin? Glück. Und zwar plus 50. Gar nicht mal schlecht. Hallo, hereinspaziert. Okay, da können wir noch nichts machen. Was ist das hier? Panzer und Tarnisch. Eine neue Rüstung. Ne, da ist nicht wirklich was drin. Rüstung plus 8, Stärke 5. Das könnte auch wieder interessant sein. Und da fällt mir ein, bei Borg Iron Fist haben wir noch einen Stein im Schwert. Das müssten wir auch mal schauen, ob wir das irgendwie... Plus 10. Plus 10 mit viel Glück noch drauf. Und regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Das könnte interessant sein. Mit den Zauberpunkten regenerieren. Ich glaube, den hole ich mir mal. Und den hier mit Rüstung 10 hole ich auch mal. Oh, guck mal. Auch cool. Rüstung 28. Ja, das ist all. Nee. Was haben wir denn da? Wir haben nur 20. Und es ist 28 plus Rüstungsklasse 11. Der ist ja auch richtig klasse. Wir haben ja hier nur Rüstung und Rüstungsklasse 11. Und das andere war 28 plus 11, glaube ich, richtig? So, wie war das jetzt? Die Stärke würde ich... Nee, das hier solltest, glaube ich, du kriegen. Dann kann der hier schon mal weg. Das ist nämlich dann... 15, einmal mehr Rüstungsklasse und 15 Glück noch und Zauberpunkte regenerieren mit der Zeit. Ich finde das klasse. Dann kannst du auf jeden Fall weg. Rüstung 10. Was hast denn du alles drin? Du hast schon einen 10er. Du hast einen 6, aber 10 und Stärke und Charisma, das ist auch gar nicht schlecht. Dann kriegst du den. Hä? Ah. So, dann kriegst du den hier. Und der hier kann auch verkauft werden. So. Hoppla. Also Rüstung 20. Die Waffen bitte nicht anfassen. Die kommen weg. Und das hier, 28 plus 11. Der macht wirklich viel. Ja, also wir haben 20 plus 11, so wie der hier. Und da haben wir 28 plus 11. Kommt mit. Verzaubern können wir den, glaube ich, leider nicht mehr. Die Waffen bitte nicht anfassen.
Weil der schon diese Spezialität drauf hat. Das sollte eigentlich nicht gehen. Ich meine, ich kann es ja mal ganz kurz ausprobieren. Aber ich glaube, das sollte eigentlich eher nicht gehen. Ja, genau. Das geht nicht, weil halt, wie gesagt, da schon diese Spezialität drauf ist. Alles klar. Musik ist... Da ist sie wieder. So. Da ist der Stall. Und da haben wir auch schon die Hufeisen. Und ich hänge jetzt. Danke, Burger. Kommt mit. Kommt mit. Müssen wir mal schauen, was wir da machen wollen mit. Da haben wir Außenhandelsposten. Hast du etwas oder siehst du dich nur um? Ein leeres Glas, das ist immer gut. Vielen Dank. Es hat geklappt. Mach mal wieder so einen rein. Da haben wir noch einen Brunnen. Was bringt der uns? 50 Zauberpunkte wiederhergestellt. Ja, gar nicht mal schlecht. Da waren wir schon drin. Wie wäre es mit einer Lektion? Ah, hier können wir ausbilden lassen. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Weil wir haben ja schon den 14. Und wir müssen ja auch noch mal einmal nach Norden reisen. Das wird mir schon ein bisschen zu eng. Okay. Hallo, wie geht's? Waffen, Drachen. Drachensandwüste ist die Heimat und die Brutstätte der Drachen von Enroth. Du wirst kein wilderes und oder schrecklicheres Monster finden als einen Drachen. Und du wirst niemals einen finden, der freundlich oder nett ist. Schön, dass du da bist. Eine Höhle in der Nähe von Blackshire hat sich etwa zu derselben Zeit geöffnet, zu der die Leute aus der Stadt anfingen zu verschwinden. Aha. Okay, das sieht aus, als ob es hier vielleicht irgendwann mal oder irgendwo... Ist das so ein Turm? Ah. Wie wenn es hier irgendwo so eine Dings geben müsste, so eine... Wie heißt's? Neue Quest oder so, wegen den verschwundenen Leuten? Die feinsten Waffen im Land. Das brauchen wir alles gar nicht. Das brauchen wir alles gar nicht, okay. Hast du noch irgendwas zum Verkaufen? Nee. Bis dann, Geizhals. Du hast halt nichts, was ich brauche. Oh, hallo. Da ist gar niemand drin, auch nicht schlecht. Ja. Oh, hallo. Meister am Schild. Auch nicht schlecht, jetzt wissen wir, wo der Meister am Schild ist. Wo wir uns ausbilden lassen können. Schild müssen wir auch irgendwann mal ein bisschen weiter trainieren. Ist klar, wir schauen uns weiter um. Was haben wir hier? Dürfen wir unsere Dienste anbieten? Ah, das ist der Tempel. Und viel Erfolg. Sehr gut. Wir haben den Tempel hier gefunden. Oh, hallo. Bereistes Reiten. Obwohl es teuer werden kann, sind Ställe von der Magie mal abgesehen die schnellste Art zu reisen. Wenn du pleite bist, musst du die eigenen Hufe bemühen, aber vergiss nicht, den Preis der Verpflegung während der längeren Reise mit einzuberechnen. Schon klar. Es ist ja schon klar. Magieresistenz? Ist das jetzt normal? Bist du jetzt aus Stein? Ja, toll. Ein Glück ist der Tempel gerade hier. Dienste anbieten? Das hat sich ja echt gelohnt. Lebewohl und viel Erfolg. Wow! Werwolf! Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Also, daraus trinke ich nicht. Da kommen Werwolf und wir versteinern. Nee. Sterneninsel. Ein alter Tempel droht im Zentrum der Sterneninsel. Es ist sonderbar, aber die Anzahl der Statuen auf der Insel nimmt langsam aber sicher zu. Aha. Okay. Oh. Hier haben wir die ganzen Werwölfe. Okay, die sind also von hier gekommen. Okay, der ist eigentlich weg. So, sehr schön. Ich hoffe, wir können uns nicht mit dem Werwolf anstecken, mit der Lykanthropie.
So, dann nochmal ein Segen. Okay, dann ihr. Und du darfst mal Krankheit heilen. Und, hoppla, nee, das nicht, sondern auch nochmal Krankheit heilen. Okay, jetzt haben wir es doch gleich. Ah, viel fehlt da nicht mehr. Gut. Dann können wir doch... Moment. Erst einmal magisches Auge. Ja, jetzt sieht's doch besser aus. Und du auch nochmal Krankheit heilen. Und speichern. Also hier haben wir auf jeden Fall mit... Ein übler Geruch weht vom Eingang dieser Höhlen herüber. Aus einiger Entfernung kann man das Heulen eines Wolfes hören. Ja, die Leute, die verschwunden sind, das wissen wir jetzt halt, denke ich, sind einfach die Werwölfe. Ja. Lass uns weiter umschauen. Suchauftrag, da haben wir doch schon mal einen. Sehr gut. Mein Ehemann Emanuel ist vor ein paar Wochen mit Freunden zur Sterneninsel aufgebrochen, um nach Schätzen zu suchen. Ich habe ihn seither nicht gesehen und ich mache mir Sorgen. Ich traue mich nicht auf die Insel. Es gibt Gerüchte über Medusen dort. Wenn du ihn finden und zurückbringen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Alles klar. Ein neuer Suchauftrag, nicht das, was ich erwartet habe, aber auch nicht schlecht. Magieresistenz, aber dafür vergiftet. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob das so toll ist. Okay, hier ist die Tür. Schwert, Meister des Schwertes, da wollte ich eigentlich hin. Du hier darfst jetzt halt Meister des Schwertes werden. Deswegen habe ich auch gesagt, ist es gar nicht mal so schlecht, wenn wir hierher kommen. Ich bin einer der besten Schwertkämpfer des Landes. Ich werde Schüler, die bereits eine hohe Schwertfähigkeit haben, Stufe 8, und in den Augen von Osric Temba, den größten Schwertkämpfer aller Zeiten, als wahre Kavalleristen gelten. Kostenlos ausbilden. Mit anderen verschwende ich meine Zeit erst gar nicht. Cool, für 0 Gold. Okay. Sehr schön. Alles klar. Schön, dass du da bist. Keulenmeister. Okay, Keulenmeister auch, ist auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier? Gelehrtengilde des Schattens. Na, wann hat er? Abends erst. Okay. Hier ist also die Gelehrtengilde des Schattens. Da können wir also Schattenfähigkeiten lernen. Und da des Lichts. Geschlossen. Ha. Okay. 2:30. Geschlossen. Die hat kurz vorher zugemacht. Alles klar. Aber wahrscheinlich brauchen wir auch noch Mitglied. Müssen wir noch Mitglied werden, schätze ich mal. Und das haben wir noch nicht gefunden. Schön, dass du da bist. Ah, noch ein neuer Suchauftrag. Auf unserer Stadt liegt ein übler Fluch, obwohl nur viele nicht daran glauben. Unter Vollmond verwandeln wir uns alle zu Werwölfen. Und obwohl niemand von uns wirklich böse ist, weiß keiner, was wir als Werwölfe so alles Schlimmes anstellen. Wir können auch unseren Fürsten, Lord Action Spindler, nicht aufsuchen, denn der realisiert nicht, dass wir die Werwölfe sind. Bitte finde einen Weg, uns wieder normal zu machen. Alles klar. Interessant. Was haben wir hier? Modeschmuck. Kann ich dir beim Suchen helfen? Oh. Rüstung und Ausdauer plus 8. Rüstung und Reaktion. Schutz vor Kälte, Funkenflug. Hexenring der Giftabwehr. Regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit, aber nur plus 1. Nett. Nette Sachen hast du hier. Was haben wir da? Wasserwandeln braucht man nicht. Himmelsring.
Den könnten wir, denke ich, verzaubern. Mondring könnten wir auch verzaubern. Ab Wert 500 hieß es ja, glaube ich. Genau. Hexerring könnten wir auch verzaubern. Den könnte man schon mal nicht mehr verzaubern. Das ist Elektroresistenz. 13, 700. Der ist aber echt, der Himmelsring ist echt teuer. Rüstungsklasse plus 10, nicht schlecht. Intellekt plus 8, auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ach, da, ja, den da holen wir uns für unseren Magier. Den da will ich. Nee, den da will ich vielleicht holen zum Verzaubern und den will ich auch holen zum Verzaubern. Da bin ich mir nicht sicher, der ist mir, kommt mir ein bisschen arg teuer vor, einfach, ja. Danke. So, wo haben wir denn Intellekt plus 8? Dann kriegst du den hier, so. Sehr schön. Die anderen, das Verzaubern mache ich ein anderes Mal, glaube ich. Ich darf es noch nicht vergessen. So, da geht's auch noch nach oben. Geschlossen. Was ist denn das hier? Schmugglergilde, okay. Interessant. Da waren wir schon drin, richtig? Ja, da waren wir schon drin. Und dann haben wir hier noch zwei Häuser. Also wir haben viele, viele Häuser schön, hier. Dass du da bist. Nix drin. Hallo, wie geht's? Stehlen. Mitgliedschaft der Schmuck... Ach, das haben wir doch schon... Nee, hat man noch nicht. Okay, dann treten wir da Schmugglergilde bei. Dank. Ja, okay. Alles klar. Ich dachte, da wären wir schon beigetreten gewesen. Aber gut, passt schon. So, das ist die Bank, richtig? Treuhänder. Was kann ich für dich tun? Ja, brauchen wir eigentlich eher nicht. Hier waren wir noch nicht drin. Ah, nee, doch, da waren wir schon drin. Da waren wir schon drin. Ach, genau. Was ihr noch machen wollt. Ich kann jetzt hier bei dir... Nämlich eine zweite Waffe ausrüsten. Guck mal, wie viel Schaden wir machen. 32, 39 und maximal von 38 auf 54. Okay, unser Dings geht runter, unsere Rüstungsklasse. Aber ganz ehrlich gesagt, das passt. Ich will ja den Ritter hier als richtig als Ding haben, als, ihr wisst schon, Damage-Dealer. Dann können wir den hier aber auch nochmal verzaubern. Sehr gut. Okay, wo war man? Da war man, da war die Bank. Da war man schon überall. Dem Haus war man noch nicht. Wie geht's? Experte der Schattenmagie kriegen wir hier. Mhm. Dann haben wir noch dieses Haus. Schön, dass du da bist. Mitgliedschaft in der Gilde des Lichtes. 1000 Goldstücke. Zu nett von machen wir aber. Und schön, dass du da bist. Das ist bestimmt Mitgliedschaft. Genau. Zu nett von dachte dir. Ich mir. Werwölfe sind einfache Leute, die sich bei Nacht in ein Mensch-Wolf-Mischwesen verwandeln. Bei Vollmond sind sie besonders mächtig. Alles klar. Jetzt haben wir nur noch dieses Haus hier. Und wie sieht's aus? Ja, da haben wir doch schon relativ einiges entdeckt hier. Alles klar. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Schön, dass du da bist. Noch ein Suchauftrag. Sehr gut. Ich habe einen Weg entdeckt, den Lauf der Zeit umzukehren, um mich wieder jung zu machen. Das erfordert ein komplexes, magisches Ritual, das ich ausgearbeitet habe. Das Problem ist, dass ich magische Statuen auf verschiedenen Podesten aufstellen muss. Die Tigerstatue gehört auf ein Podest bei Sweetwater, die Bärenstatue nach Kriegsbeier, die Adlerstatue nach Drachensand, die Wolfstatue in den Sumpf der Verdammten und die Drachenstatue in die Schmugglerbucht. Die Entfernungen sind zu groß für mich in meinem Alter und ich muss ja auch noch das Ritual an sich vorbereiten. Ich kann das nicht alles ganz alleine schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Die Statuen sind in einer Kiste vor meinem Haus. Platziere sie auf den Podesten und kehre zurück zu mir. Auch wenn das Ritual ein Fehlschlag gewesen wird, werde ich für deine Bemühungen dich belohnen. Da fehlt irgendwie ein Buchstabe. Jetzt wissen wir, für was das Podest in diesem Sumpf war. Alles klar, sehr gut. Hier ist es. Nehmen wir gleich alle mal mit. Das nimmt zwar Platz weg, aber gut, was soll's.
Es nimmt schon ein bisschen Platz weg. Naja, aber wie gesagt, was soll's. Kriegen wir hin. Besser als ständig wieder hierher zu kommen. So, jetzt wollte ich, glaube ich, noch hier da ein bisschen aufdecken. Genau, was ist das da oben? Hier geht's wahrscheinlich dann weiter. Zum Paradiestal. Okay, hier geht's also zum Paradiestal. Was haben wir denn hier? Da haben wir einen Schrein, wie es aussieht. Magieschrein ist das hier, alles klar. Dann müssten wir... Ich bleib mal ganz kurz hier, um einfach hier noch ein bisschen aufzudecken. Ah, Entschuldigung. Ja, da geht's nicht weiter hoch. Okay, alles klar. Weiter können wir es im Moment nicht machen. Gut. Dann haben wir das ja geschafft, soweit alles. Speichern wir mal schnell. Und danach hätte ich gesagt, haben wir diesen Ort angeschaut. Und danach hätte ich gesagt, schauen wir mal. Das können wir vielleicht gerade noch schnell machen, dass einfach die Karte richtig aufgedeckt ist. Dann kann ich es gleich auf meine Karte schon mal ein bisschen übermalen. So, so sieht es schon besser aus. Dann würde ich nämlich einfach sagen, probieren wir mal nach Kriegsspeier zu gehen zum Schrein. Noch haben wir Zeit dafür. Danach können wir mal schauen, was wir machen. Wie gesagt, ich würde danach, nach dem Schrein, oder falls es mit dem Schrein nicht klappt, würde ich tatsächlich mal nach Castles Down gehen und versuchen, ob wir da hinkommen, ob das jetzt klappt, um unseren Kleriker zu promoten. Oder halt den Auftrag zumindest mal zu kriegen. Und danach versuchen wir mal, ihn noch weiter zu promoten. Vielleicht können wir auch zum Sumpf der Verdammnis gehen. Diese Statue hin tun, weil einfach Zeit weg. Einfach Zeug aus dem Rucksack zu kriegen. Sumpf der Verdammnis haben wir aber, glaube ich, nicht, oder? Na, da muss ich mal schauen, ob wir da irgendwie auch mit hinreisen können. Weil unser Dings geht ja hier leider nicht, unser Zauber. Sumpf der Verdammnis geht leider nicht. Vielleicht können wir aber mal nach Freehaven gehen. Und von Freehaven können wir vielleicht runterreisen. Vielleicht gibt es da irgendeine Verbindung dazu. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Beziehungsweise, wenn wir dann mit dem Sumpf der Verdammnis sind, könnten wir auch die eine Promotion probieren, diese Drachenhöhle. Das wäre vielleicht auch eine interessante Sache. Also, ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall noch viel, viel zu tun. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.